Wir kommen zu Top 5 unserer Tagesordnung, der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Seilbahngesetzes und zur Einbringung darf ich dem hessischen Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir das Wort erteilen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bringe hiermit das zweite Gesetz zur Änderung des Hessischen Seilbahngesetzes in den Landtag ein. Es regelt die technischen und genehmigungsrechtlichen Erfordernisse für Bau und Betrieb von Seilbahnen. Es ist das geltende Gesetz bis zum 31. Dezember dieses Jahres befristet, und die Gültigkeit soll durch den vorliegenden Gesetzentwurf um 10 Jahre verlängert werden. Auch nach den nunmehr aktuellen europarechtlichen Regelungen verbleiben die Genehmigung von Seilbahnen und die dazu notwendigen Verfahren in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. In Deutschland sind diese Aufgaben gemäß dem Grundgesetz den Ländern zugewiesen. Das Hessische Seilbahngesetz ist daher auch weiterhin notwendig. Nur für Komponenten von Seilbahnanlagen, z.B. Antriebssysteme, die im freien Warenverkehr gehandelt werden, werden entsprechende Regelungen nunmehr europarechtlich bzw. durch Bundesrecht geschaffen. Die bisherigen Regelungen im Hessischen Seilbahngesetz können und müssen daher entfallen. Darüber hinaus sollen im Rahmen der Verlängerung des Hessischen Seilbahngesetzes Regelungen aufgenommen werden, die die Zuständigkeiten des Verkehrsministeriums bei der Anerkennung und Überwachung sachverständiger Stellen im Seilbahnwesen klarstellen. Außerdem wird mit dem Gesetz die Grundlage geschaffen, Anforderungen an Betriebsleitung und Betriebsbedienstete von Seilbahnen zu konkretisieren und neu zu ordnen. Der Gesetzentwurf wurde mit den Regierungspräsidien als Aufsichtsbehörden abgestimmt. Anmerkungen derjenigen, die vom Gesetz betroffen sind, wurden, sofern dies rechtlich möglich war, im Gesetzentwurf berücksichtigt. Finanzieller Mehrbedarf für Unternehmen oder die Landesverwaltung ist mit dem Gesetzentwurf nicht verbunden. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, das Hessische Seilbahngesetz hat sich als Grundlage für den Bau und Betrieb von Seilbahnen bewährt. Der vorliegende Gesetzentwurf schreibt diese solide Grundlage für die nächsten 10 Jahre fort und ermöglicht es, der zunehmenden Bedeutung von Seilbahnen als Verkehrsträger Rechnung zu tragen. Ich füge hinzu an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden hier nur über die Technik, also wie muss eine Seilbahn gebaut sein. Wir reden nicht über die Frage, ob und wo sie gebaut ist. Das ist ein Punkt, der ist ziemlich spannend. Da hat es ja neulich auch den Seilbahntag des Regionalverbands Frankfurt-Rhein-Main gegeben. Ich will das ausdrücklich sagen. Da sind ein paar spannende Ideen genannt worden. Da lohnt es sich auch, sich darüber auseinanderzusetzen. Aber es ist völlig klar, ob Seilbahnen gebaut werden, wo sie gebaut werden, das ist die eine Sache. Worüber wir hier reden, ist die Frage, wie sie gebaut werden und welche Anforderungen sie einzuhalten haben. Deswegen freue ich mich an dieser Stelle auf eine wunderbare Debatte im Ausschuss. Vielen Dank. So, als Ersten darf ich Herrn Meißner von der CDU ans Rednerpult bitten. Ich habe den längsten Weg. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Rhön gibt es ein Sprichwort, das heißt, kurze Reden, lange Würste, passt zur Mittagspause. Wie Sie sehen, habe ich mich immer daran gehalten. Insofern werde ich einen Beitrag zur Zeitersparnis bringen, meine Damen und Herren. Wir haben gehört, das Gesetz, das Hessische Seilbahngesetz läuft aus zum 31.12., soll um 10 Jahre verlängert werden. Es geht, wie erwähnt, überwiegend um redaktionelle Veränderungen und kleine materielle Veränderungen, die aber seitens der CDU keine Bedenken hervorrufen. Wir haben gehört, in Seilbahnen wird zukünftig eine besondere Bedeutung, insbesondere im ÖPNV, auch zukommen, was aber an anderer Seite dann diskutiert werden muss. Hier wird die Grundlage der technischen Genehmigung letztendlich gesetzt, insofern aus unserer Sicht unproblematisch. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Den werden wir bestimmt gemeinsam haben. Und ich habe jetzt Herrn Eckert von der SPD auf meiner Rednerliste. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Meißner, wenn, dann wäre es heute dicke Hähnchen und nicht die kurze Würste. Von daher bleiben wir aber durchaus beim Thema, meine Damen und Herren.
In der Tat, Sie legen einen Gesetzentwurf vor, und da schließen wir ja fast nahtlos an die Debatte an, die wir eben mit der Weitergeltung von Rechtsvorschriften hatten, in der Frage, Sie evaluieren, wir schreiben einfach 10 Jahre weiter. In der Tat ist das sozusagen ein sehr schmales Gesetz. Der Kollege Kummer hat alles hinreichende dazu gesagt in der Frage von Verlängerungen. Wir würden uns durchaus, ehrlich gesagt, hätte ich mir am Anfang der Wahlperiode nicht vorgestellt, dass wir zum Thema Seilbahn vor der Sommerpause jetzt sogar schon das zweite Mal diskutieren. Ja, also von daher ein offensichtlich spannendes Thema. Und wenn es dann die Technik der Zukunft ist, könnte man sich fragen, warum 10 Jahre fortschreiben. Auch diese Debatte könnte man damit führen. Wir sind sehr gespannt, wenn Sie uns die Unterlagen noch einmal mit reinreichen, gerade hinsichtlich auch des Themas, wir verzichten eben nicht auf das Planfeststellungsverfahren bei der Errichtung von Seilbahnen. Auch das haben Sie zu Recht beschrieben, aber mit dem Gesetzentwurf ist gerade, glaube ich, der Sache angemessen. Von daher freuen wir uns auf weitere Debatten, und ich verlängere nicht die Zeit bis zur Mittagspause. Ich bedanke mich recht herzlich. Für die AfD hat sich Herr Heidkamp zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, ich schließe mich meinen Vorrednern an. In der Kürze liegt die Würze. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung hat eine Schwachstelle, die aber ja noch zu korrigieren ist. In Absatz 6 Absatz 1 heißt es, der Antrag auf Erteilung einer Betriebs- oder Änderungsgenehmigung ist von der für die Seilbahn verantwortlichen Person nach Verordnung EU 2016/424 zu stellen und muss über das Vorhaben und seine Durchführung in technischer Hinsicht Ausschluss geben. Und jetzt kommen drei sehr wichtige Worte. Dem Antrag sind beizufügen eine Sicherheitsanalyse, immer nach dieser Verordnung, ein Sicherheitsbericht und ein Gutachten einer vom für das Verkehrswesen zuständigen Ministerium anerkannten Sachverständigenstelle zum Nachweis der Betriebssicherheit. Es geht immer um Sicherheit. Dieses Gutachten hat auch die Sicherheitsanalyse und in dem Sicherheitsbericht benannten Maßnahmen zur Behebung etwaiger Risiken zu bewerten. So weit, so gut. Dann kommen aber die Übergangsvorschriften, und da liegt der Hase im Pfeffer. In § 24 Absatz 2 und 3 heißt es, bei Seilbahnen, die vor dem 21. April 2018 errichtet wurden, gilt dieses Gesetz mit der Maßnahme, dass die Seilbahn für ihre Inbetriebnahme anstelle der Anforderungen der Verordnung 2016/424 die auf sie anwendbaren Anforderungen der Richtlinie 2000 Europäische Gemeinschaft, noch nicht einmal EU, erfüllen muss. Hier sind wir schon 16 Jahre zu spät. Da setzt man noch einen drauf, indem man in dem kurzen Satz, § 25 Satz 2, die Angabe 2019 durch 2029 ersetzt. Das heißt dann in der Essenz, dass im Jahre 2029, also fast 30 Jahre später, in Hessen die Sicherheitsanforderungen des Jahres 2000 Anwendung finden. Wenn Ihnen in der Zwischenzeit da ein Unfall passiert, darf ich Ihnen das als Regierung nicht wünschen. Wir sehen daher die Notwendigkeit und fordern die Landesregierung dazu auf, eine Zeitangabe einzuführen, bis wann Seilbahnen, die vor dem 21. April 2018 errichtet oder in Betrieb genommen wurden, die Sicherheitsanforderungen der Verordnung EU 2016/424 erfüllen müssen. Über Ästhetik kann man ja streiten, aber wir sehen die ausgebrochene Seilbahn-Euphorie in vielen hessischen Städten kritisch. Seilbahnen überbrücken idealerweise große Höhenunterschiede oder unwegsames Gelände. Beide Bedingungen sehe ich vom Flughafen in das Stadtzentrum von Frankfurt nicht erfüllt. Auch in Marburg vom Lahntal nach Görzhausen nicht. Wir sprechen uns dagegen aus, ohne wirkliche Notwendigkeit
nach der Verspargelung der Landschaft jetzt die Verseilbahnung der Städte in Angriff zu nehmen. Als Nächsten darf ich Herrn Dr. Naas von der FDP nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dem kann ich nur widersprechen, dem Vorredner von der AfD. Es droht nicht die Verspargelung oder die Verseilbahnung der Landschaft, sondern Seilbahnen sind punktuell eingesetzt sehr sexy. Sie sind ein wunderbares, modernes Verkehrsmittel. Sie werden keine großen Probleme im ÖPNV lösen, aber sie können punktuell helfen. Deswegen freuen wir uns, und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, dass wir sind ja auch noch einmal belehrt worden, dass es hier heute um die technischen Anforderungen geht und nicht um die Förderung von Seilbahnen. Deswegen freuen wir uns, dass dieses Gesetz, das Hessische Seilbahngesetz, angepasst wird, frisch gemacht wird, was EU-Recht angeht. Wir sehen da auch nicht so die großen Sicherheitslücken, weil natürlich muss ein gewisser Bestandsschutz für die Anlagen gelten, die ordnungsgemäß errichtet wurden. Nichts anderes steht in diesen Übergangsvorschriften drin. Und ich glaube, das ist auch im Sinne der Betreiber, denn am Ende nützt es nichts, sie mit überzogenen Forderungen hier zu überziehen. Wir freuen uns auf die Anhörung, wir freuen uns auf die Diskussion, wir freuen uns auch, wenn nach der Sommerpause, Herr Minister, Kollege Eckert hat ja gestern angefragt, die Mobilitätsförderrichtlinie kommt, und dann haben wir ein frisches, neues hessisches Seilbahngesetz, eine Mobilitätsförderungsrichtlinie und dann hoffentlich auch ein geändertes Gesetz, was dann auch die Förderung der Seilbahn beinhaltet. Und dann freuen wir uns auf die Umsetzung. Und ich freue mich auch darauf, dass es dann auch punktuell an Park-and-Ride-Plätzen Seilbahnen gibt. Da sind Sie ja so ein bisschen kritisch. Ich finde das eine sehr gute Idee. Und ich finde auch die Ideen, die aus dem Hochtaunuskreis vom Landrat kommen, aber auch aus Frankfurt, sehr prüfenswert. Wir werden jetzt hier die Debatte weiter verfolgen und die Anhörung auch intensiv verfolgen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Ich darf Frau Müller von Bündnis 90 die Grünen nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Gesetz ist 2012 umfassend evaluiert worden, und auch jetzt ist es ja von der Landesregierung evaluiert worden. Bei den beteiligten Verbänden und Einrichtungen gab es keine Einwände. Deswegen freuen wir uns auch auf die Anhörung. Es wurde gesagt, dass wir ja bereits zum zweiten Mal hier über Seilbahnen reden und das Thema sehr aktuell ist. Es gibt aber einen gravierenden Unterschied. Dieses Gesetz über das Ob ist notwendig, beziehungsweise über das Wie ist notwendig, aber die Änderung des Hessischen Mobilitätsfördergesetzes ist nicht notwendig, weil die Seilbahn, wie der Minister auch schon in der ersten Lesung zum Mobilitätsfördergesetz erläutert hat, jetzt schon möglich ist. Sie werden es dann auch an den Förderrichtlinien sehen. Deswegen an dieser Stelle beschäftigen wir uns hier mit dem Wie und auch über die Anforderungen an Betriebsleitung und so weiter. Das Thema Planfeststellung ist ja auch erwähnt. Es sind immer in erheblichem Umfang Dritte beteiligt. Deswegen kann auf ein Planfeststellungsverfahren nicht verzichtet werden. Eigentlich ziemlich einleuchtend. Ich wünsche allen eine schöne Mittagspause. Ich darf Frau Wissler von den LINKEN nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, ich bin jetzt die letzte Hürde vor Mittagessen. Wir beraten heute das. Ich habe eine hohe Verantwortung. Es ist, mal gucken, ob ich hier gerecht werde. Es ist ein Gefühl, seltenes Gefühl von Macht. Mal schauen, ob ich sie ausnutze. Wir beraten heute das Hessische Seilbahngesetz und nach der Mittagspause das Eisenbahngesetz. Bis 2006 war das ja alles in einem Gesetz zusammengefasst. Dann wurden sie getrennt. Und heute verschwimmen die Grenzen ja wieder etwas, zumindest in der Funktion, wenn wir darüber nachdenken, Seilbahnen eben nicht nur als touristische Bahnen, sondern Seilbahnen auch als Teil des ÖPNV jetzt zu nutzen. Das wurde ja richtig gesagt. Wir haben demnächst eine Anhörung im Wirtschaftsausschuss zu dieser Frage, wo wir uns das genau anschauen. Da können wir dann auch die Frage klären, Frau Kollegin Müller, ob mit dem Personenbeförderungsgesetz und den Förderkriterien Bahnen besonderer Bauart oder dass da Seilbahnen runterfallen oder nicht. Das können wir ja dann in Ruhe klären. Ich will, Herr Dr. Naas, diesen Applaus hatte ich fest eingeplant beim Thema Seilbahn, dem wir seit
Ich will nur einen Satz noch sagen, weil ja davon gesprochen wurde seitens der AfD, dass es hier eine, nicht nur eine Verspargelung der Landschaft, sondern eine Verseilbarung der Landschaft gibt. Ich finde es ja immer interessant, was für ein interessensgeleitetes Ästhetikempfinden man so hat. Ich meine, so ein Braunkohletagebau ist ja jetzt auch nicht gerade eine Zierde der Landschaft. Aber damit haben Sie ja offensichtlich kein Problem. Aber all diese Fragen werden von dem Gesetz, über das wir reden, ja eigentlich gar nicht berührt. Wir reden über ein paar redaktionelle Anpassungen, wir reden über ein paar Anpassungen ans Europarecht. Und deshalb haben wir gar keinen großen Ermessensspielraum. Die europaweiten einheitlichen Sicherheitsrichtlinien für Seilbahnen sind unstrittig sinnvoll. Uns würde vielleicht ein paar Details würden uns noch interessieren aus der Regierungsanhörung, z. B. ob das Thema Barrierefreiheit, ob die Verbände involviert waren, ob es da Verbesserungsmöglichkeiten gegeben hat. Aber wir schauen uns das im Ausschuss noch einmal genau an und treffen uns zur zweiten Lesung hier wieder. Und deshalb will auch ich die Redezeit nicht ausschöpfen, nach mir die Mittagspause. Vielen Dank. Ja, Frau Wissler, vielen Dank. Damit verfahren wir wie folgt. Dieser Gesetzentwurf geht damit nach erster Lesung an den WVA zur weiteren Beratung. Und wir treten jetzt in der Tat bis 14 Uhr in die Mittagspause ein. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Appetit. Wir sehen uns um 14 Uhr wieder.